Diese Sendung widmet Ihnen der Motorbuch Verlag. Tolle Bücher über Autos, Geschichte und technische Daten aller Fahrzeuge. Einsatz, das Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Hallo und herzlich willkommen bei Einsatz, unserem Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport. Genau vor 30 Jahren im Sommer 1991 wurde das Bundesheer zu einem Sicherheitseinsatz an die südliche Staatsgrenze berufen. Und damals wie heute schützte das Bundesheer unsere Grenzen. Ein Beitrag, den Sie sich unbedingt ansehen sollen. Und das Publikum, die Bevölkerung damals, war richtig beruhigt, als das Bundesheer dort aufkreuzte. Am letzten Donnerstag war eine kriegerische Auseinandersetzung. Da haben die Slowenen, die Serben hier am gegenüberliegenden Postenhaus geworfen. Man sieht den verbrannten Dachstuhl. Und seit diesem Zeitpunkt haben die Slowenen hier wieder den Grenzübergang zurückgewonnen. Ich war damals 1991 Oberst des Generalstabsdienstes und schon 3 Jahre verantwortlich für die Einsatzvorbereitung und Einsatzführung der Armee. Der Einsatz begann mit der Loslösung und Unabhängigkeitserklärung von Kroatien und Slowenien am 25. Juni und wurde zunächst geplant als ein Sicherungseinsatz zur Grenzüberwachung. Die Verschärfung der Lage, die praktisch stündlich erfolgte, zwang die politische Führung allerdings dann am 28. Juni zur Verfügung eines militärischen Einsatzes. Dabei wurden bis zum 15. Juli ca. 8.000 Soldaten, langsam aufwachsend und in den Bundesländern Kärnten und Steiermark, zum Einsatz gebracht. Wir haben hier den Auftrag, mit unseren Jagdpanzern den Grenzübergang Bad Rackersburg zu sichern und zu verhindern, dass feindliche Kräfte auf österreichisches Territorium übergreifen. Wir stehen hier vor einem M60 A3Ö, das war damals 1991 einer der modernsten Kampfpanzer. Und Sie waren mit diesem Panzer eingeteilt zur Sicherungslage Jugoslawien. Wie war das damals? So schnell wie wir reingekommen sind, sind wir nachher nach 10 Tagen auch wieder rausgekommen. Mit dem hat eigentlich keiner gerechnet, von uns, dass Kampfpanzer eingesetzt werden. Aber nachdem ja der Grenzübergang Bleiburg-Grablach angegriffen und zusammengeschossen wurde, ist man mit schweren Geräten aufgefahren. Nachdem die Formierung da in Wels stattgefunden hat, die Panzer aufzustellen, ist eine Kompanie, also 13 Fahrzeuge, aufgestellt worden und die sind dann natürlich besetzt worden. Die Besetzung von diesen Fahrzeugen war sehr hochwertig, weil aus 3 Kompanien eine Kompanie gemacht wurde. Das heißt, der Bataillonskommandant Major Krenn damals ist Kompaniekommandant gewesen. Die Zugskommandant-Stellvertreter waren lauter erfahrene alte Zugskommandanten und die Panzerkommandanten waren lauter Zugskommandanten. Und auch die Richtschützen waren Panzerkommandanten und die Panzerfahrer waren auch lauter Zugsführer und lauter Kaderteile. Das einzige Problem, was wir gehabt haben, nachdem die Munition nach Wels gebracht wurde, hat leider sich die Bahn geweigert, uns scharf hinunterzubringen. Das heißt, die Panzer wurden dann ohne Munition verladen und wir gingen dann in den Einsatzraum nach St. Stephan. Und am Abend ist dann zu den Panzern die Munition hingestellt worden und da haben wir das erste Mal gesehen, wie die österreichische Bevölkerung oder die Kärntner Bevölkerung hinter uns steht. Sie haben uns geholfen, Panzer aufzumunitionieren. Hat damals die umfassende Landesverteidigung mit der Zivilbevölkerung eigentlich perfekt geklappt? Sie haben uns behandelt wie Götter. Das heißt, haben eine halbstündige Abmarschbereitschaft gehabt mit den Panzer. Und wir sind auf die Panzer gesessen, sie haben uns Fernseher in die Fenster geschüttet, dass wir schauen können. Sind uns einkaufen gegangen, sie haben uns was zum Essen gebracht und solche Sachen. Und der Kontakt war sehr, sehr herzlich. Auch Sie waren damals in der Jugoslawien-Krise? Wir sind von der Militärakademie-Übung direkt in Einsatz übergegangen mit einer Jagdpanzerkompanie mit 12 Kürassier. Und das Militärkommando Kärnten hat ebenfalls eine Jagdpanzerkompanie gehabt und die waren mit einem Zug im Einsatz beim Tunnel in Rosenbach oben. Dieser Kürassier war in Masse eingesetzt beim Jagdpanzerbataillon 7 zur Zeit der Jugoslawien-Krise. Ja, 30 Jahre ist es her, dass dieses Gerät im Einsatz war, voll aufmunitioniert und einsatzbereit, tag- und nachtkampffähig. Der damalige Landeshauptmann war ursprünglich ein massiver Gegner des Saab Draken.
Aber wie dann die Draken dröhnend über die Steiermark geflogen ist, war ich eigentlich froh. Ja, das war der damalige Landeshauptmann Kreiner, der sehr negativ gegen die Draken eingestellt war. Und wie dann die Draken geflogen sind, war er sehr angetan davon. Nicht? Und ich erinnere mich sehr gut, dass der Landeshauptmann, der ja nicht immer sehr positiv über den Draken und seine Stationierung in der Steiermark gesprochen hat, damals zum Armeekommandanten gemeint hat, it's the sound of freedom. Das war für mich doch einigermaßen verwunderlich. Nach dem Bundesheerbeitrag geht es nun zur Feuerwehr. Die tschechische Marke Tatra ist nun in Österreich auch für Beschaffungen bei den Behörden gelistet. Und wir stellen Ihnen nun vor, ein Fahrzeug, ein 8x8-Fahrzeug, einen Phoenix, den eine Feuerwehr aus Niederösterreich bereits orderte. Der Bezirk Gensendorf ist vielschichtig. Wir haben urbanes Gebiet und wir haben sehr viel auch naturbelassenes Gebiet, vor allem an den Flüssen Mach und Donau im Bereich des Wasserdienstes und des Hochwasserschutzes. Und da haben wir mit den tschechischen Kameraden sehr viele gute Erfahrungen gesammelt, die den Tatra schon sehr lange verwenden und im Einsatz haben. Wir durften den in Tschechien sehr lange testen und dann ist sehr bald die Entscheidung für ein Tatra 8x8 Fahrgestell gefallen, das also hier in unser Konzept sehr gut hineinpasst. Auf der einen Seite urbanes Gebiet, auf der anderen Seite naturbelassene Landschaft. Für uns ist das wichtig, ein breites Einsatzspektrum abzudecken. Mit der Hochgeländegängigkeit des 8x8-Fahrgestells können wir im schweren Gelände uns bewegen, aber auch auf der Straße. Da handelt es sich um einen 8x8 Tatra, bei dem drei Achsen gelenkt sind. Das heißt, das Fahrzeug ist sehr, sehr wendig und das ist aufgebaut als Wechselladerfahrzeug mit einem Kran, mit einem Hakengerät und einer Seilwinde. Tatra hat einen Zentralrohrrahmen, an dem Halbachsen unabhängig voneinander aufgehängt sind, pendeln können. Das Fahrzeug hat damit mehr Bodenkontakt, mehr Traktion, fährt im Gelände einfach weiter als alle anderen LKWs mit einem Leiterrahmen und mit einer Starrachse. Es gibt auch verschiedene Container für das Hakengerät, das verbaut ist. Ölwehrcontainer für den Ölalarmplan auf der Donau und auf der Mach. Es gibt einen Katastrophenhilfscontainer, wo wir eben Logistik damit betreiben können. Wir haben das Bergeplateau und es gibt auch vom Landesfeuerverband aus verschiedene Container, die hier alle kompatibel sind und im Einsatzfall rasch aufgezogen werden und transportiert werden können. Drogen und Alkohol sind absolut out im Straßenverkehr. Das Land Oberösterreich mit Landesrat Günther Steinkellner startet nun eine Initiative gegen diese Suchtgiftmittel. Das war Einsatz, unser Magazin für Sicherheit, Wirtschaft und Sport, heute mit einem großen Beitrag zum Thema Jugoslawienkrise 1991 und ein neues Feuerwehrfahrzeug aus Tschechien stellt mir auch vor. Ich sage heute danke fürs Zusehen, bleiben Sie auf diesem Kanal und wir sehen uns in 4 Wochen wieder. Diese Sendung widmet Ihnen der Motorbuchverlag. Tolle Bücher über Autos, Geschichte und technische Daten aller Fahrzeuge.